Hi Freunde, herzlich willkommen zurück im Kanal. Heute endlich mit der heiß ersehnten Auswertung über mein Hilfegesuch. Für die, die es nicht ganz mitgekriegt haben, ich habe euch als Community gebeten, wer kann, wer möchte, Featured Grandmaster Kristalle zu öffnen. Na, also die 3 bis 6 Sterne Champions, die man so kriegen kann aus diesen Kristallen. Und das auf eine ganz besondere Weise zu öffnen. Das heißt, kaufen, rausgehen, nochmal reingehen, direkt wieder rausgehen und beim dritten Mal reingehen, dann direkt auf den Öffnen-Button zu drücken, also aufpoppen. So, PEP-Methode, ne, der eine oder andere, der kann damit durchaus was anfangen. Diese Gerüchte, dass das was bringt, das geht mir ja schon eine ganze Weile auf den Keks, ne, dass der Mensch da irgendwo Muster erkennt, wo keine Muster sind. Das wollte ich gern widerlegen. So, dass die Community, also ihr, da so wunderbar toll mitgemacht habt, das fand ich grandios. An der Stelle, sorry dafür, dass es dieses Video, diese Auswertung nicht, wie von mir angekündigt, Anfang Februar kommt, sondern Ende März. Ja, sorry, ne? Arbeit, da wurde Personal abgezogen, ich musste mehr arbeiten, ich hatte kaum Zeit für den regulären Content, den ich mache. Jetzt in Zeiten von Corona und Kurzarbeit betrifft auch mich. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch arbeiten gehen muss. Habe ich natürlich zwischendurch ein bisschen Zeit. So, heute ist so ein Tag, wo man das unterbringt. Ne? Gestern Abend, bis spät in die Nacht, habe ich die Videos zurechtgefriemelt, beschnitten, wie ihr seht, um dem Datenschutz gerecht zu werden. Und die Liste dann auch vervollständigt, die ich zwischendurch auch immer aktualisiert habe. So, ich möchte das Ganze nicht einstampfen. Denn es sind unterm Strich nur 52 auswertbare Clips bei rausgekommen. Ist für eine statistische Erhebung an der Stelle natürlich ein bisschen wenig. Das weiß ich wohl. Das heißt, die Zahlen, die ich euch hier gleich zeige, sind nur bedingt aussagekräftig. Na, also es gibt einen Trend, den wir dadurch erkennen können. Okay, ja, bin ich dabei, aber es ist kein fest fix stehendes Ergebnis. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. So, das heißt, wenn ihr die Kristalle öffnet, macht das ruhig so. Zeigt mir bitte auch den Kauf dieser Kristalle. Also na, das Einkaufen, das Ausgeben dieser 300 Units. Und dann kann ich das weiter fortführen, wenn ihr mir die Clips zur Verfügung stellt. Das heißt, ziehen wir es einfach in die Länge. Ne? Je mehr Videos, je besser das Ergebnis, je stabiler die Prozente unterm Strich auch sind, also je mehr Videos dann in diese Wertung auch mit einfließen, umso konkreter kann man Kabam dann auch irgendwann mal erzählen, hey Mensch, da passt was nicht, wenn denn irgendwas nicht passt. Ne? Das findet man dann aber auch schon raus, wenn wir eine gewisse Menge haben. Kompliziert, ne? Statistik und so. Gut, ich habe ungefähr 22% der Clips rausschmeißen müssen, die ich gekriegt habe. Einfach weil sie nicht den Anforderungen entsprochen haben, um die ich gebeten habe. Habe ich ja gerade erklärt, ne? Kaufen, raus, rein. Nochmal raus. Und beim dritten Mal rein, dann einfach aufpoppen. Gründe dafür sind vielfältig. Zwei Kristalle gekauft oder den Kristall gespinnt, statt aufzupoppen. Und ich wollte mir da nicht unterstellen lassen, dass ich an irgendeiner Stelle die Statistik verfälsche, indem ich die Kriterien dafür einfach zu weich, zu lasch sehe. Also ich bin da sehr penibel, typisch deutsch wahrscheinlich, wer weiß. Ha, gut. Diese 52 auswertbaren Clips haben einen Gesamtwert von 15.600 Units. Boah, wäre ich ans Trocken im Hals. Das sind ein bisschen mehr als 5 Odins und Wert in Euro für die Apfelkunden. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Plattformen anders ist. Sind es ein bisschen über 550 Euro. Kann ich alleine nicht stemmen. Darum der Hilfeaufruf. Danke fürs Mitmachen an alle. Ne? Ganz wichtig, dass wir auch mal mitkriegen, welcher Wert da jetzt da bisher dahinter steckt. So. Die Ausgaberaten, die uns Kabam als Betreiber gibt, bei 6-Sterne-Helden sind es 1,5%. Okay. 5-Sterne-Helden 17,5%, das ist durchaus schön. 4-Sterne sind 36% und 3-Sterne-Helden kommen mit 45% um die Ecke. So. Bei den 52 Clips, die ich habe, war nicht ein
auswertbarer Clip dabei mit einem 6-Sterne-Helden. Kleine Anekdote am Rande. Professor Skill hat in dieser Öffnungsmethode, die wir sehen, einen 6-Sterne-Helden rausgekriegt. Allerdings hat er nicht gepoppt, er hat gespinnt. Weshalb dieses Video hier auch nicht zu sehen ist. Ich hatte ihn noch gefragt, Mensch, darf ich das Video benutzen? Ja. Hinterher fiel mir dann, also hier beim Schneiden des Materials auf, es passt nicht, zu dumm. Ein Clip mehr, also 53 und ein 6-Sterne-Helden, hätte eine Quote von 1,8% bedeutet. Nur mal so für Größenvorstellung, ne? Warum 52 Clips auch zu wenig sind. So ein Ausreißer macht dann doch sehr viel aus. Je mehr, je besser eben. Bei 5-Sterne-Helden sind wir unterm Strich bei 17,3% gelandet. Das ist annähernd an der Ausgaberaten, an den Ausgaberaten des Spielebetreibers. Ja, scheiß auf die 0,2%, ne? Klar, es ist da, wegdiskutieren kann man eine Zahl nicht, aber es trifft doch schon sehr gut hin, was Kabam uns da angibt, was wir als Belohnung kriegen. Bei 4- und 3-Sterne-Helden sieht das Ganze allerdings, zumindest gemessen an der Menge der Clips, die mir zur Verfügung stehen, ein bisschen anders aus. 4-Sterne-Helden, das ist das Erfreuliche dabei, kommen mit 48% um die Ecke statt 36. 12% mehr. Wow. Gut. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja, das ist ein 4-Sterne-Held. Was brauche ich im 4-Sterne-Helden bei mir im Bestand, wenn ich auf 5- und 6-Sterne-Helden aus bin, die ich brauche, die ich noch nicht habe, zum Erwecken oder zum Spielen von Akt 6, weiß der Geier was. Ja, kann ich verstehen, ist richtig. Allerdings sind, wie ich nach wie vor finde, 4-Sterne-Champions ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Und wenn es nicht gerade auch um die Sammelwut als solches geht. 3-Sterne-Helden, ne, da geht es dann auf Kosten hin, sind wir bei 34,6%. Ne, wir runden das immer so ein bisschen. Das heißt, wir sind bei 10,5% unter dem, was Kabam uns angibt. Was natürlich erfreulich ist, dass wir in Sachen prozentuale Belohnung, ne, gemessen daran, mehr kriegen, als Kabam uns eigentlich ausschreibt. So, jetzt an der Stelle ist wichtig, ne, dass die Ergebnisse hier sind nicht in Stein gemeißelt, die basieren halt nun mal nur auf 52 Videos, also relativ wenig. Je mehr Videos ich tatsächlich von euch kriege, wer da mitmacht, ihr seid eingeladen, es besteht kein Zwang. Je mehr Videos ich kriege, umso aktualisierter kann ich das halten, umso sehr wird sich das verändern im Laufe der Zeit, bis sich das irgendwann in einer gewissen Menge befindet, wo sich die Prozente dann einpendeln. Das heißt, wo ein Ausreißer nicht mehr so massiv ins prozentuale Gewicht fällt. Vierstelliger Bereich, fünfstelliger Bereich an Videos. Da kann man anfangen, darüber zu reden, dass das Ganze annähernd dahin geht, wo es denn tatsächlich sein soll. Na, und wenn tatsächlich so viele Videos mir vorliegen, ich die auswerten konnte, kann ich Kabam tatsächlich mal anschreiben und mal fragen, Mensch, passt auf, ich habe hier eine Diskrepanz an meiner Auswertung zu euren Ausgaberaten oder eben nicht. Was ich widerlegen wollte, habe ich zumindest bedingt widerlegt. Ja, diese PEP-Methode, nennt man so, vielleicht kennt ihr das unter dem Begriff auch schon, ne? PEP. Spieler, der sich das ausgedacht hat, dass es da angeblich auch bessere Bewertung oder Belohnung für gibt. Gibt's nicht. Ja, also 5-Sterne Champions sind wir jetzt annähernd an den Ausgaberaten von Kabam. 6-Sterne Helden hat überhaupt gar keinen Einfluss, wie ich finde. Lediglich bei 3- und 4-Sterne Helden, ja, da haben wir einen Unterschied da. Aber wie gesagt, das ist zu wenig Material, als es wirklich festfix sagen zu können oder behaupten zu können, dass das tatsächlich so ist. In dem Sinne, zumindest ein Teilsieg für uns Deutsche, oder mich als Deutschen, weiß der Geier, ne? Wir mit unserer Gründlichkeit. Die Behauptung ist jetzt erstmal widerlegt, finde ich, ist meine persönliche Ansicht, dass die PEP-Methode wirklich erfolgreich ist. Ich hatte zu dem Thema mit Professor Skill mal geschrieben. Ich habe den Namen vergessen, hat ihn mir genannt. Wenn
Menschen Muster in etwas erkennen, und das tun wir leider Gottes ziemlich gerne und ziemlich häufig, dann interpretieren wir da immer gerne viel zu viel rein, was aber tatsächlich gar nicht der Fall ist. Ne? So, diese Mechanik hat einen bestimmten Namen, den habe ich jetzt vergessen, macht nichts. Vielleicht schreibt das uns unter die Kommentare, Prof, wenn du das anguckst, wäre schön, wenn du... Muss aber nicht. Puh. Also wie wieder, total durcheinander. Ja, im Prinzip, ihr könnt eure Kristalle öffnen, so wie ihr das für richtig haltet. Falls ihr mir Videos entsprechend dieser Methode zukommen lassen wollt, dass ich das Ganze weiter fortführen kann, um vielleicht irgendwann bei gewisser Menge mal sagen zu können, oh Mensch, halt, stopp, ich habe mich geirrt, das bringt ja tatsächlich was, werde ich euch dann natürlich entsprechend informieren, aber ich glaube es halt nicht. Ne? In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war eine ganz prima, eine ganz wundertolle Sache. Wer Bock hat, kann weitermachen. Ja, einfach mir das Video per Line schicken, ist total okay. Wer keinen Bock hat, ist auch in Ordnung, bin ich auch niemanden böse. Ich werde es, wenn ich Kristalle immer mal wieder aufmachen sollte, definitiv auch aufnehmen. Auch wenn das aufgrund meiner angespannten finanziellen Situation, also ich muss es mir jetzt zwangsläufig erspielen, wird vielen von euch nicht anders gehen, ein bisschen dauern, aber das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Ihr werdet mich ja so schnell nicht los. Gut, ne? So, im Hintergrund seht ihr übrigens die Clips oder zumindest Auszüge davon. Aufgrund der Dauer meiner Kommentierung habe ich schon ganz schön viel um den heißen Brei geredet. Ihr seht nicht alle Clips. Das ist auch unrealistisch, das in irgendeiner Form unterzukriegen. Hätte ich sie beschleunigen müssen, hätte jetzt noch mehr Arbeit für mich bedeutet. Hatte ich keine Lust zu. Könnt ihr verstehen, denke ich, oder? Gut. Alles klar, Freunde. Macht's gut. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.